Oliver Janich versus David Banana. Ich fand es ja witzig, was er erzählt hat. Ich will nicht zu viel. Dicker, das lese ich jetzt mal nicht vor. Ich fand es ja witzig, was Olli da zu den 9-11-Geschichten gemacht hat. Ich fand es total witzig, dass Olli halt so oft irgendwie gesagt hat: Das ist simple Physik, das sollen Grundschüler können. Das können Kleinkinder. Ein Zehnjähriger sieht, dass das so nicht geht. Wo ich mir sofort so gedacht habe: Eigentlich ist das alles andere als simple Physik. Sich zu überlegen, was passiert, wenn ein Flugzeug in ein Gebäude reinfliegt. Das ist ja was anderes, als wenn ein Flugzeug gegen eine Betonwand fliegt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist alles andere als simple Physik. Da müsste man eigentlich eine numerische Simulation machen, um zu sehen, was da rauskommt. Und interessant fand ich habe dann so zwei, drei Videos gegoogelt, wie Objekte in Flugzeuge reinfliegen. Unter anderem habe ich dann mal so ein Video gesehen, wo man sieht, dass eine Drohne, was passiert, wenn eine Drohne und ein Flugzeug kollidieren, ne? Und Olli argumentiert so, ja, Beton ist ja viel härterer Werkstoff als Beton ist ja ein viel härterer Werkstoff als Aluminium. Deshalb, wenn das Flugzeug aus Aluminium in so ein Betonding reinfliegt, geht das Flugzeug natürlich kaputt und dem Beton passiert gar nichts. Der gleiche Argumentation könnte ich sagen, ja, Alu ist ja ein härterer Werkstoff als Plastik. Das heißt, so eine Plastikdrohne, die müsste an einem Flugzeug aus Aluminium eigentlich zerschellen, tut sie aber nicht. Sondern die dringt nahezu unbeschädigt in das Flugzeug ein. Weil natürlich auch die Form und die Beschaffenheit der Objekte einen großen Einfluss hat. Und man das auch einfach nicht immer, warte mal, eins zu eins sagen kann, was da passiert. Ja. Aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Ich werde auf jeden Fall dazu ein Video machen und dem Olli dann auch anbieten, dass er gern darüber mit mir debattieren kann. Aber ja, die physikalischen Argumente, die er bringt, die sind alles andere als wasserdicht. Oh!